Hi Leute und willkommen zurück zu Far Cry 6. Wir haben im letzten Part einen riesen Feier gefeiert, weil wir das vorgestürmt haben. War ziemlich cool inszeniert. Und die Olle konnte eigentlich gar nichts. Naja. Ich bin nur verwundert, warum es versteht hier. Kaum lesbare Notiz. Geschlossen. Wir sind Party machen. Weiß nicht genau, wann wir wiederkommen. Habt ein bisschen Spaß. Feiert. Benitez ist dort. Benitez ist dort. Okay. Dafür gibt es so einen riesen Text. Die paar Zeilen. Oder Sätze eher nur. Hi, de vuelta. Ja, ja, Admiral auch. Benitez ist gestorben. So. Hilft mir? Was ist denn los? Ich glaube, die verwirren sich da alle selbst. So, wir kommen da noch irgendein Versteck. Sehe ich gerade. Mal gucken, wie wir da hinkommen. Oh. Einfach als gedacht auf jeden Fall. Das Marktschädel. Yaras archäologischer Fund des Jahrhunderts. Schätze wie diese sind unvergleichlich. Sie erlauben uns, einen Blick in unsere Vergangenheit zu werfen. Und was macht das Regime? Sie mischen sich ein und legen alles lahm. Es ist ein Verbrechen. Sie können die Vergangenheit nicht zerstören. Das lässt sich nicht zu. Die Regierung hat Angst vor der Triade. Werde ich Ihnen einen echten Grund dafür geben, Dr. Halfman. Ein verfluchter Schatz? Klingt, als müsste ich mir das mal ansehen. Okay. Das triggert eine richtige Mission. Ich glaube, das gucken wir uns sogar mal an. Dann haben wir das auch mal gemacht. Mit den Schätzen. Ein Kristallschild klingt doch gar nicht so verkehrt. Mist, den Wagen hätte ich mir klauen sollen. Egal. So. Für den Schatz. Zu den Spuren von Dr. Halfman. Oh, hi. Den Wagen nehme ich mir noch glatt. Die letzten Karren haben sie auch nicht, ne? Aber wenigstens beschleunigen die ein bisschen besser als alle anderen. So, fällt ein, soweit ich komme, und dann ist auch schon wieder gut. Ja, sieht aber ganz gut aus bisher. Vielleicht geht es steil bergab. Ich sage es und denke, es ist wirklich so. Okay, ich muss irgendwie da hoch. Ich glaube von der anderen Seite, oder? Wobei, wir können auch mal von hier aus gucken. So, dann gehen wir mal hier hoch. Gucken uns das Ganze mal ein bisschen genauer an. Vielleicht müssen wir doch auf die andere Seite. In den Seilen könnte das sogar sein. Scheiße, ist die Höhle weit weg. Gut, dass ich meine Wanderschuhe anhab. Okay. Ich fette einfach mal hier runter. So, hier hoch. Oder auch nicht. Ich dachte, er hält sich jetzt fest. Hier auf den Stein kann der hoch. Aha. So. Einmal hoch. Aha. Höhle gefunden. Jetzt müsste ich zu dieser Höhle. Ja, jo, einfach auch so ein. Egal. Wow! So gefährlich. Was ist mit dir nicht in Ordnung? Kommst du wieder, oder? Wow. Okay. Das ist wirklich gefährlich. Schon wieder so viele Krabben. Was machen immer die Krabben hier? Baseballkappe. Oh, endlich! Vielleicht mal was, was wir uns vernünftig aufsetzen können, was nicht so beschissen aussieht. Okay. Ernsthaft?
Nein, wir fallen mir nicht so weit. Ja, nicht irgendwo. Doch. Nicht? Ah, gut. Ja, komm. Aber was ist das hier für eine komische Höhle? Muss doch nicht wirklich tauchen, oder? Nee. Hier sehe ich jetzt keinen durchkommen. Was macht hier ein Fisch? Bist du tot? Warum schwimmst du nicht weg? Ich bin zwar hier im Gebiet, aber irgendwie bringt mir das nichts. Da kann ich klettern. Wenn ich hier hochkommen würde. Ah, jetzt. Da oben muss ich irgendwie hoch. Wie komme ich da hoch? Aha, da kann ich. Was? Okay. Na gut, schwingen wir mal ein bisschen. Yep. Oh, brauch mehr Schwung. So. Hier richtig oder muss ich hoch? Ich kann mal erstmal runtergehen. Aber nur so rum. Okay. Oh, nehme ich. Das stimmt, wie geht. Und ist da oben ein Pferd aufgezeichnet. Weggeworfener Brief. Dr. Halfmane. Ich werde nicht weiter für Sie arbeiten. Unter Ihrer Leitung desertieren und sterben meine Leute. Diese Schätze zu bergen ist das Leben meiner Soldaten nicht wert. Ich weiß nicht, was sie ihnen gesagt haben, aber sie haben ausgebildeten, bewaffneten Soldaten eine Scheißangst eingejagt. Sie schwören alle, dass diese erste Höhle nichts ist im Vergleich zu den zweiten, die sie gefunden haben. Okay. Ich ziehe meine Männer ab und versiegle die zweite Höhle mit Sprengstoff, wenn ich sie davon überzeugen kann, die Geister zu verärgern und Komposit B über den Fluss zu schleppen. Soll ich Spuren? Ja, ich soll den Spuren folgen, aber das ist doch jetzt hier. So, jetzt noch weiter, okay. So. Du siehst aus, als würdest du mir eine sehr wichtige Tür öffnen. Ich behalte dich. Ein glückseliger. Wow! Was ist passiert? Okay, zumindest haben wir den Schädel. Für den Schatz ist ein Sprung. Okay. Ich sterbe dadurch? Das war doch noch nicht mal wirklich hoch. Oh wow. Ich habe echt gedacht, das ist jetzt nichts Schlimmes. Nicht da runterspringen. Lass mich wieder hier vor. Muss da wieder rein oder? Ah, ich weiß es nicht. Nee, 300 Meter, das ist wieder da hinten. Das ist nicht mehr hier. Das heißt, der zählt immer noch. Da ist. Das Ding. Der Smaragdschädel, da muss ich hin. Also rechts halten. Irgendwo da.
Okay. Zack. Ah, nicht sterben. Danke. Ist auch nicht tief. Kann sogar nicht mal stehen, okay. Meter. Ich möchte jetzt erstmal wirklich diese Nebenaufgabe machen, damit wir so einen kleinen Schatzsuche auch mal gemacht haben. Das mit den Zeitrennen, sag ich mal, haben wir ja schon. Und ich glaube, irgendwas gibt es noch auf der Karte, ne? Das Ding haben wir, ja, diese Waffen hier vielleicht noch, aber. Ja, ich glaube, es sind nur. Munitionsvorräte oder was weiß ich was. Bisschen Upgrade-mäßig was da. Die beste Waffe ist eigentlich diese Shotgun, die wir gerade haben. Die ist so gut. Und die Sniper vielleicht noch. Alles andere braucht man theoretisch nicht. Na doch, vielleicht einen Rucksack. Eigentlich haben wir schon fast eine ganze Equipe, bis auf unsere Hauptwaffe und die Pistole. So, noch 200 Meter. Kann nicht mal allzu lange dauern. Okay, das ist eine Brücke, die nehmen wir natürlich. Wenn die nicht einkracht. Okay, sieht doch relativ sicher aus, die Brücke. Hi. Ich muss die Höhle erreichen. Und das ist die gruselige zweite Höhle, mit der ich zu tun habe. Wir haben doch jetzt den Kristallschädel. Oder war es nur ein Fake? Hm. Wow, ein Babykrokodil. Hä? Drei Metall? Aha. Und jetzt? Okay. Ich dachte, ich müsste hier in den beiden Wäldern jeweils einen Schädel einsetzen. Dann hätte ich mich aber gewundert, wo der zweite sein soll. Funktioniert sowas wie bei magischer Kraft? Oh. Also, das nenne ich mal eine Schatzhöhle. Wow. Lass mich in Ruhe, willst du? Wow. Ah, es. Sterben wir dadurch? Ernsthaft? Ich habe es gedrückt. Oh wow, jetzt frisst er uns. Deren Ernst? Ich sterbe durch eine blöde Zwischensequenz, wo ich dann schnell S drücken muss? Oder musste ich das gedrückt halten? Ich habe jetzt mehrmals S gedrückt. Vielleicht war das ja falsch. Die Höhle erreichen. Hoffentlich ist das die letzte Höhle, mit der ich. Ja, ist die letzte. Tagebucheintrag, egal. Scheiße. Ganz vorsichtig. Hä? Wieso können die mich beißen? Perfekt. Wieso bist du hier durchgeglitscht durch die Tür? Also, das nenne ich mal eine Schatzhöhle. Oh shit. Wow. Kleine miesen Viecher, ey. So, okay. Was haben sie jetzt hier getan? Ja, so viel Angst vor hatten. Außer ein paar Krokodile halt. Das sind Soldaten gewesen, oder? Jetzt keine Angst haben vor ein paar Krokodilen. Gar nicht, wenn sie mit bewaffnet sind und alles.
Was ist das hier? Ah, Vintage-Kappe. Ah, cool. Können wir nicht mal unsere Kappe durch. Wie komme ich da rauf? Wow. So. Müssen wir schwingen? Ja. Und jetzt verpasst es. Hep. So. Gut, den Anfang haben wir. Komm jetzt. Ach, ich hätte von oben da ran gemusst, oder wie? Kann ich mich da hochziehen? Bin gar nicht sicher, was soll ich jetzt hier? Ist aber gar nichts. Haha, okay. So könnte das was werden. Du hattest einen Aussprung im Arsch. So, gut. Dann. Ah, schon noch nicht extra diese 2 cm. Es geht auf Zeit? Nee, der hat sich gedreht. Hä? Kann ich nichts mehr machen. Na gut, gehen wir mal hoch und gucken, ob wir da irgendwas noch finden, kriegen können. Nee, kann ich nicht hochziehen, schade. Wo lässt ihn los? Okay. Nochmal, also, vielleicht können wir uns auch einfach darüber schwingen. Von hier aus. Nee, keine Chance. So, ich habe das geöffnet. Was ist jetzt passiert, genau? Ups. Ich kann nicht hoch. Na gut. So, was hat sich geöffnet dadurch? Wo bist du jetzt irgendwie offen? Messer. Aha. Musst du beide aktivieren. Schön. So, jetzt kann ich wahrscheinlich auch nach oben, ne? Oh, shit. Okay, laufen wir schnell durch. Hä? So, ich kann nicht klettern. Okay, ich bin wundern, ob ich jetzt da weiterkommen soll. Okay. Ein Segen. Irgendwie missfällt mir das. Das tickert so. Ich kann es irgendwie auch nicht entschärfen. Na gut. Wow. Na gut, gehen wir uns einmal vernünftig heilen. So, jetzt haben wir es aber. Yep. Sehr cool. Das Kriegstanz. Oh. Lesen. Schnell hingekritzelte Nachricht. Wer braucht schon die Archäologenvereinigung? Das ist sowieso nur ein Haufen Diebe, die nehmen, was ihnen nicht gehört. Oder mir, da kann ich mir nicht ganz
kann ich mir nicht ganz von ausnehmen. Ich habe angefangen, es wieder gut zu machen, aber es gibt überall in der Welt Millionen von Museen, die befreit werden müssen. Die FND hatte keine Chance. Wenn ich hier den Götzen retten und die Armee mit ein paar Fallen und Spezialeffekten aufhalten konnte, was kann ich erst bei größeren und dünneren Kultureinrichtungen bewirken? Okay. Konyo! Das war schlimmer als erwartet! So. Dann gehen wir doch mal wieder raus. Wo ist der öffentliche Kontrollpunkt? Warum? Das ist das nächste, woran ich dran bin, oder was? Nee, ich bin hier. Verfolgen die Mission. So, sprich mit Jelena. Machen wir. Da muss ich hin. Ist irgendwas in der Nähe, wo ich mich porten kann? Ja, gehen wir mal dahin. Oder dahin? Ich geh mal dahin. Vielleicht ist hier sogar ein Auto oder so, wenn ich Glück habe. Ich habe noch mehr Infos. Achso, Flugzeug? Okay. Was weißt du? Hey, Danny. Wir planen eine kleine Überraschung für Castillos Soldaten. Kämpfe mit uns. Mach diesen Überfall zu etwas Besonderem. Danke dir. Okay. So, Flugzeug. So. Kann ich von hier aus richtig schön direkt zum Ziel fliegen. Sehr gut. Warum zeigt er mir jetzt keine Entfernung? Wir sind da. Ja, wir sind da. Sehr schön. Wie ist das so krass nach unten abgestürzt? Naja, gut. So, dann würde ich aber sagen, machen wir erst den Part zu Ende. Wir haben eine kleine Schatzsucherei gemacht. Wir können hier vorne landen. Nein, nicht in den Baum. So, gut. Reden wir beim nächsten Mal mit Jelena und. Vielleicht lassen wir mal ein bisschen Korken knallen vor unserem Sieg. Cooler Wagen. Gut, machen wir erstmal Schluss und bis zum nächsten Mal. Ciao.